Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wir haben ja gestern in Würzburg besucht und ich denke mal, da haben wir uns jetzt doch was Leckeres verdient als unseren normalen Rohrzucker. So, was haben wir denn? 20 Ausdauer für 5 Minuten und 7 Ausdauer für 5 Minuten. Ja, dann brauche ich doch gar keinen Popcorn herstellen. Dann nehme ich doch direkt den Zucker. So. Gut. Ja, wenn das nichts ist, dann haben wir doch mal eine viel, viel bessere Ausdauerregeneration. So, Zucker. Tee kochen. Ja. Ich habe irgendwo hier noch Kamille. Da. Mal vielleicht noch was anderes kochen. Ne, hier sind nur die Fleischsorten drin. Ich habe ja immer noch den... Hat man denn sonst gegrilltes Wolfsfleisch? Magie. Ich nehme einfach nochmal davon was mit. Das schmeckt ganz gut. Aber neue Rezepte sind da jetzt nicht wirklich dazugekommen. Oder kocht die das selber? Zeig uns mal her, was können wir denn kochen? Oh, Hühnersuppe, Konstitution und Geschick. 40 Minuten, okay. Energie hat man. Geschick. Gemüsesuppe. Dann 4 Geschick für... Oh Gott. Da muss ich mich ja auch nochmal durchlesen. Da muss ich ja ein Kochbuch dafür. Gesundheitswiederherstellung. Intelligenz. Ach, da brauchst du eine Intelligenz. Ich mache mal noch ein bisschen Tee. Gut. Jetzt bin ich ja ganz gut damit gefahren. Ja, man könnte sich ja eine Wissenschaft draus machen und tot kochen. Aber wer will das schon? So, wir müssen nur noch schnell reparieren. Übrigens, ich habe mal geschaut. Wir haben eindeutig viel zu viele Bücher. Wollen wir mal schauen, wie viel es sind. Und jetzt zählen zu müssen. Komm. Wir lassen das mal in unseren Markier für uns zählen. Bücher. 1068. Haben schon eine Menge gesammelt. Und früher kostete ein Buch 80, also so ein Buchstapel 80, und jetzt sind es nur noch 5. Also wir können eine ganze Menge Buchstapel produzieren und die Regale vollstopfen. Aber das in einer ruhigen Minute. Gab es sonst noch irgendwas Neues? Können wir mal schauen, bevor wir wieder losziehen. Tagebuch, nein, zurück. Werkstätten, was hat man da? Beim Alchemisten. Säurebiss, soweit bin ich gedanklich noch gar nicht. Kräuterkundigen Set. Ach, das ist eher gegen Magie, okay. So, Schmied. Bronzegeschirr. Ah ja, das heben wir uns mal auf für wichtigere Tage. Der Schreiner. Ach, da hat er die Geheimtüren gehabt. Da bin ich mir nur noch nicht so sicher, was wir davon vielleicht brauchen oder für welchen Zweck ich die nutzen soll. Mal schauen. Jägerin. Jägersets. Scharfschützensets. 59. Wir haben da ein bisschen mehr bei uns drauf. Nee. Gut, dann haben wir das gesehen. Dann ist das sozusagen erstmal aus den Gedanken. Werkbank. Bronzeblock. Sonst Strohdachblock. Mal schauen, für unsere Pflanzenzucht. So eine kleine Hütte nebenbei. Mal schauen. Geteerter Strohblock. Okay, das sieht jetzt nicht so besonders aus. Haben wir sonst noch was? Hinterschmelze. Glas. Wir können Glas schmelzen. Bronzebahn ist klar. Warum zeigt er hier nichts an? Wir haben doch nicht Schmelze. Sand und Kohle. Sand und Kohle. Ja.
Das hätte ich jetzt ganz gerne gewusst. So, nein. Hier. Nein. Da. So. Sand. Kabel teilen. Kabel teilen. Kohle. Ist im Kohleofen. Badam, bam, 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 bam. Mal her. In der Schmelze. Wir schmelzen ja sowieso gerade kein Bronze. Da würde ich sagen, lasst uns mal hier was durchschmelzen. Und Kohle. Ja, wenn wir wieder da sind, dann hat er das ja gemacht. So hoffe ich. Achso, ich will ins Inventar schauen. Ich habe uns mal die fossilen Knochenpfeile gemacht. Ein bisschen was Besseres. Ja, gut. Das hat man erledigt. Ja, und hier oben, die waren ja auch klar. Wir wollen zum Tagebuch. Quest, was nehmen wir uns denn heute vor? Verloren im Jasma. Ja, das können wir nebenbei machen, weil ich denke mal, so alt wie die Quest ist, wird der Bogen uns nicht mehr viel bringen. Obeliskenforschung war mittendrin, Geschichte der Fäulnis genauso. Schwarzer Kessel für den Alchemisten. Ich hätte schon ganz gerne... Ja, Ikora ist aktiv. Irgendeiner hat uns noch die Hände hochgerissen und wollte was von uns. Machst du das? Du hast doch meine Tante Elion und ihre Geschichte nicht vergessen. Oder ist da was faul in diesem verfluchten Sonnentempel? Ah ja, da war ja auch noch was. So, mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ikora. Tagebuch. Quest. Auf Karte anzeigen. Auf Karte anzeigen, na toll. Mach das wieder weg. Da oben. Oje, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ich gehe hierher, hole den. Weil wenn wir Neuland betreten, wollen wir ja vielleicht gegebenenfalls uns das dort absichern. Also manchmal sehen die Steine echt lustig aus. Ja. Bei. Ah. 4 und 5. Ja, komm. Wir haben einen 9. Und... schmeißen den weg. Achso, und wo es weitergeht, was ich zuletzt gesehen habe, muss ich mir mal merken, ich habe ja hier hinten mein Abbaugebiet für Lehm und Kupfer und ich war immer so fokussiert darauf, ja, Lehm und abzubauen. Das letzte Mal, wo ich hier hinten war, da bin ich hier über den Obelisken gestolpert. Mindestens leuchtete es nachts auf einmal hell. Ich war etwas arg verwundert. Da habe ich gesehen, dass da noch ein Obelisk steht. Nämlich da, seht ihr? Und ich wollte euch dann eher dabei haben. Hatte ich aus Versehen das gelesen gehabt. Gut, lasst uns das mal gemeinsam machen. Fortschritt und auch Kopfschmerz. Nach wochenlangem eingehendem Studium habe ich Parallelen zwischen den vereinfachten phonetischen Zeichen der Ahnen und den historischen Ursprüngen der phonetischen menschlichen Schrift gefunden. Ich habe die Theorie, dass das moderne Alphabet von den antiken Silbenschrift abgeleitet sein könnte. Leider konnte ich meine Untersuchung nicht fortsetzen, da aus einer Öffnung in der Nähe ein seltsamer Geruch nach Tod drang. Er hat den Verstand meiner Forscher vernebelt und bereitet allen Kopfschmerzen.
Wie die Schrifte ahnen, nur schlimmer. Warum haben die Erbauer nicht einfach ein traditionelles Alphabet entwickelt und sich stattdessen auf mehrere einzigartige, übertriebene, komplexe Symbole für jede einzelne Silbe geeinigt? Piktogramme wären auch in Ordnung. Lorraine Grimm. Ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und auch nicht, dass der Gedanke aufkommt, wir hätten was vergessen. Du sollst nicht lesen, die Bücher. Ja, ich weiß, wir haben mittlerweile so viele Bücher, aber man kann es ja haben. So, gut. Obelisk der Bauer. So, und soweit ich weiß, wenn du den Obelisken freischaltest, dann gibt es wieder neue Punkte. 3 Marker auf der Karte. Gegen die Abgründe, die wir auftaten. Eingebettet im Sternfall. Königreich. Ein Abgrund ist so tief, dass alles, was sich darin verbirgt, seit Jahrtausenden vor uns versteckt ist. Jedes Geheimnis wird irgendwann von der ewigen Flamme erhellt. Ein archaisches Übel, das sich zusammenbraut, wächst. Es muss vergraben, fortgespült, versiegelt werden. Die Menschheit sollte niemals mit diesen Ausläufen der Hölle in Kontakt kommen. So. Okay, dann haben wir neue Punkte. Scheint Miasma-Wurzeln oder sowas zu werden. Aber die Miasma-Wurzeln schauen wir uns, naja, bei Gelegenheit mal an. So, und jetzt wird es natürlich weiter Weg. Hier rein, unten durch, wieder hier hoch auf die Ebene. Weil hier haben wir leider keinen. Und hier ist rotes Miasma, also werden wir hier nicht weiterkommen. Lasst uns mal schauen, was hier ist. Zing. Den Weg kennen wir ja schon. Und schon. So. Ja, da kann ich im Jasma dran gleich nehmen. Habe ich schon hier liegen. Ach, da unten. So, ausgeruht sind wir. Ausdauerregeneration T. Auch wenn ich das nicht zwingend brauche. Was? Oder Eiskern? Silbersturm? Gut. Und los. Diesmal sind wir glücklicherweise besser gerüstet. Mindestens kann ich diesmal nicht im Jasma sterben. Im tödlichen Miasma sterben. Im Miasma schon, aber nicht im tödlichen. Jetzt ist nur die Frage, hier gerade rein. Na, halt. Was denn jetzt die komische Höhle? Hier. Dann kommen gleich wieder die blöden Fliegen. Hoch hier. Das ist momentan der einzige Weg, der mir bekannt ist, wie man da. Ich verzichte jetzt mal drauf, hier jede Ritze zu looten. Die haben wir ja alle schon gemacht. Was war denn das jetzt? Mann. Ich sage nur, es kann nicht mehr viel passieren, dann falle ich da runter. Alles nur wegen den blöden Fliegen. Also ich hasse die Fliegen. Eigentlich sind es ja Kritter. Na los, komm. Mit dem Zauberstab komme ich da jetzt besser zurecht.
So schnell kann es gehen. Also für manche Sachen ist so ein Zauberstab schon gar nicht so verkehrt. Dabei wollte ich doch eigentlich nur hier durch, das als Durchgang benutzen. Lass ich jetzt auch mal stehen. Den Elixierbrunnen, weil den haben wir ja schon gemacht. Ich will ja nur hier durch. Ja, komm. Oh, was war denn das? Das sah aber hübsch aus. Geweihbogen. Ah, komm, los, raus hier. Weg sind sie. So, na los, weiter. Wir wollen ja nur hier hoch. Das andere ist mir ja gerade egal. Da. Hier sind wir wieder. Lange nicht hier gewesen. Schauen. Und lass mal lieber hier. Den Blitzer nutze ich zu selten. Da. Setzen wir schon hier oder weiter drin? Ich vertraue einfach darauf, dass ich noch ein paar Meter lebe. Ah, vielleicht sitzt so weit und so tief wie möglich in Feindesland stellen. Hier irgendwo hoch. Okay. Wer weiß, wo wir hier rauskommen. Dahin wollen wir. Hier ist der Schrein der Flamme. Mal gucken, vielleicht können wir ja von hier oben. Dann haben wir gleich einen Absprungpunkt. Nein! Komm. Dafür gibt es die Hacke. Oh, seht ihr.
haben wir von hier aus wenigstens auch die Übersicht über die Landschaft. In die Richtung. Das sieht noch so weitreichend aus. Toll. So, Ausdauerregeneration ist ja nicht für ewig. Aha. Bin ganz oben. Hey, ihr Wookies. Wenn ihr Wookies, ist ja noch einer. Blitzen du mich einfach? Versteck dich nicht. Du hast mich zum letzten Mal gepritzelt. Dunstmagierstab. Okay, ist das so ein Pritzelfritzel? Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir hier ja jetzt uns das Recht erworben, zu wohnen. Zack. Super. Na, gleich mal gucken. Oh. Geht's aber weit runter. Die Flamme schon hier ist, müssen wir sie natürlich mitnehmen. Ja. Erledigt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wer hat das mal gesagt? Hannibal Lecter? Hannibal Smith? E-Team. So, da unten ist nochmal Speicherpunkt. Aber hier waren wir ja schon mal gewesen, ne? Ich kann mich finster daran erinnern. Hier waren wir schon mal gewesen. Das Dumme ist, es wird gleich wieder Nacht. Ist da was? Wir können ja nochmal hier unten schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Dadurch nicht, da nicht. Und bevor wir dann dort hinten weiterziehen, können wir ja mal schauen, ob wir uns nicht zu Hause nochmal ausruhen. Wenigstens, dass wir mal wissen, wo sie hingeht. Vögel. Ja. Das Schöne ist, wenn man die schnell sieht, dann hat man auch schnell die Chance, darauf zu reagieren. Da sieht es aus wie eine Höhle. Müssen wir vielleicht dann durch die Höhle durch? Miasma. Hm.
hatte ja insgeheim gehofft, er sagt mir jetzt irgendwas von... Oh, finster. Boah. Von Passage. Komm, wir machen... Wir haben ja gesagt, wir gucken wenigstens mal. Gott, will ich hier sein? Ich glaube eher nicht, vor allem nicht nachts. Stecken wir uns hier zu Hause, schlafen noch mal kurz aus, weil im Dunkeln ist gut munkeln, aber man muss ja jetzt nicht da zwangsläufig so den Bogen, schaue ich mir später noch mal an. Rostiges Kurzschwert kann weg. Der kann auch weg. Immer die Taschen so voll. Raus das Zeug. Na gut, ich muss ja auch immer jeden Quatsch mit mir rumschleppen. Da. Halt. Dann noch Funk. Raus hier. Du kommst hier runter. Da, können wir schlafen. Da. Hey. So, wir sind gestärkt. Wir sind arm ausgeschlafen. Und wieder zurück. Der Weg da unten durch könnte schon eventuell potenziell der richtige sein, aber die blöden Fliegen, ich hasse sie jetzt schon. Dann ist sie wieder unten im Jasma rumturnen. Vielleicht können wir ja runterlaufen. Ja, kaum redet immer auf dem Fliegen, sind sie wieder da. Okay. Was bist du denn? Frauenblick. Okay. Schwarze Kessel für den Algi. Okay. Ja. Was? Nein. Diesmal nicht. Da. Alles aufgetankt, alles aufgeputscht. Schwert in der Hand. Und Attacke. Wir landen erstmal hier. Boing. Nö. Erstmal umschauen, was hier ist. Ach, da wären wir ausgekommen und dort ist... Da unten ist ein Speicherpunkt. Na komm. Wenn das Spiel sagt, wir müssen hier speichern, wer wäre ich denn da, wenn ich nicht speichere? Höhlenpassagen. Jetzt zeigt er mir das an, dass es eine Höhlenpassage gibt. Ist ja nett. Hier. Okay. Gut. Aber erstmal aus der Ferne inspizieren. Könnte ja wieder was Gefährliches sein. Überall das schöne Kupfer. Ah. Standort unten. Wir sind hier in unserem Revier.
Lass doch die Bücher liegen, du hast doch genug. Nö. Ganzen fordern wollen wir nicht. Gibt es hier irgendwas, was wir noch nicht haben? Das können wir, das können wir, das können wir. Hier wollte ich eigentlich drauf landen. Standort unten. Geht's irgendwo ganz runter? Eine Gruft oder sowas? Vorsichtshalber. Nicht, dass der sich überlegt, hierher zu kommen. Herr Buka. Dass die Pfeile auf die Entfernung überhaupt noch Schaden machen. Rauhenblick. Das Fleisch ist willig. Die Zellen kontaminieren nicht nur, sie absorbieren, indem sie natürliche Materie abbauen und in etwas Neues verwandeln. Schaffen sie einen Kreislauf aus Energie und Wachstum. Ich muss es verstehen. Ich muss mehr mit dem Miasma-Spuren experimentieren. Und genau erfahren, wie sie funktionieren. Ich würde mich am liebsten hier verschanzen und in Ruhe arbeiten, als bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Sie kosten mich noch die letzte Energie. Die Flüssigkeit im schwarzen Kessel, sie dreht und dreht sich und dreht sich. Sie löst ihn auf, zerfrisst ihn, ändert ihn. Einmal habe ich zu lange hineingestarrt. Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarrt. Vielleicht bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden. Oder einsam. Ikora. Oje. Das klingt aber jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Überall mal ein bisschen Miasma. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund, im schwarzen Kessel lauernd, abwartend, sich drehend. Er vernebelt mit dem Verstand, mit seiner süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns. Oh. Naja. Na komm, nimm sie mit. Wusste doch, dass du die mitnehmen willst. Und ich hatte es fast vermutet, dass hier eine Ratte drinne wohnt oder sowas. Oder eine Spinne oder irgendwas dergeselliges. Okay. Wo stand? Keller? Ah, komm, wir gehen gleich in den Keller. War hier noch ein Untergang? Nee. Dann gehen wir erstmal in den Keller runter. Ah. Hallo? Bücher? Er kann es nicht lassen, der nimmt alle Bücher mit. Unten ist über eine Kiste. Knisternder Zauberstab. Naja, das ist ja knisternd. Ich habe geschrien und die Leere hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig wie ich. Ich hatte keine Wahl und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen, diese scharf wie Rasiermesser, meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinem Inneren fest. Wir sind gleich, wir sind eins. Warum ist mein Fleisch hohl? Eine Grube. Ich bin eine leere Grube. Ausgehungert. Ich bin nichts. Die Abwesenheit, die Leere. Die wenigen, die vielen. Alle. Der Abgrund selbst. Oh je. Die ist ja wirklich verrückt geworden. Die ist ja wirklich verrückt geworden. Wollen wir nochmal schauen, ob wir noch hier einen Hinweis drauf finden. Hier waren wir, da waren wir, dort waren wir.
Warum stehen denn hier so viele Statuen rum? Ja, sie so. Augenblick. Hier waren wir drin, dort waren wir drin. Kessel für den Alchemist. Gehen wir hin. Und nicht ohne vorher ein bisschen. Gold. Werden wir auch versteinert? Du bist nicht versteinert, ich seh dich. Das ist ja clever. Stecken die sich hier drinne? Ich sehe es aus, als wären die irgendwie, würden die einen Weg markieren. Wo kommt denn die? Können wir mal gucken. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, vielleicht irgendwas vergessen? Nö. Bei ihrem Hof standen doch auch welche rum. Da. Irgendwo müssen die da herkommen. Mindestens sieht so aus, als kämen die aus irgendeiner gewissen Richtung. Waren hier draußen auch welche? Nee. Hm. Wer weiß. Lass mich in Ruhe. Blöden Ratten. Ist da? Lichtexplosion? Ich hätte es gedacht, die kommen aus irgendeiner Richtung, aus einer speziellen. Und da muss man nur nachgehen. Ja. Vielleicht sollte ich nicht immer zu kompliziert denken. Habt das jetzt? Aus wie ein Balkon. Leuchten. Sehe ich nix. Oh ja, gut, los, komm. Halt. Weg hier. Na gut. Welchen schauen Sie denn? Da oben. Guck mal da. Er leuchtet noch was. Mal Platz auf dem Tisch. Expeditionsprotokoll Nummer 1. Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wird die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte, Königin Jasmina wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt Balsam auf meinen Seelen. Auf unseren Seelen. Ich höre Laszlo jeden Tag in seinem Zelt schluchzen. Wir haben Hinweise auf Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag. Umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam, wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sollten sie doch zu ihrem Erbauern beten, wir werden schon sehen, wie lange sie überleben.
Wir ein bisschen weiter. Leuchtenstein scheint noch Ewigkeit entfernt. Leuchtenstein? Ach, da waren wir ja gewesen, ne? In Leuchtenstein waren wir ja schon. Hallo? Zumindest gibt es hier mal wieder Betten. Wenn ich eins suche, finde ich wieder keins mehr. Ich ja. Das andere kannst du auch noch mitnehmen. Auf einem Buch kannst du nicht stehen. Oh. Oh weh, der Dieter lohnt sich jetzt nicht. Besserer Heiltrank. Ja. Nördliches Karawanlager. Da sollen wir hin. Aber ich denke mal, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ist da was? Nach Hause und dann kann ich ja hier vielleicht durch. Genau. Aber was ich machen kann, ich kann ja noch mal ein bisschen was von dem Knochen mitnehmen. Weil da kann ich mir noch ein paar Knochenpfeile ein bisschen mehr machen. Weil die Gegner werden ja jetzt nicht einfacher. Mindestens nicht wirklich. Und mit, naja, Nahkampf, ihr wisst ja, hab ist eher nicht so. Ja. Ja. Ein Stack voll haben wir. Auf nach Hause. Und hier geht's dann morgen von dort weiter. Das macht's am einfachsten. Dann bin ich wenigstens ausgeschlafen, ausgeruht, vorbereitet. Und dann haben wir für morgen auch noch ein bisschen Spaß. Denn ich vermute mal, am Ende einer langen Questreihe steht bestimmt irgendwas, was uns den Kessel nicht so einfach rausrücken wird. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Wir packen das mal hier rein, das kann nicht schaden. Und dann mal schauen, wie es dann morgen weitergeht. Ob wir den Kessel bekommen oder was wir dafür wieder alles veranstalten müssen. Oder was ich dafür veranstalten muss. Ja, ich sortiere das mal weg. Also dann, bis morgen, Freunde. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.